Kinderficker-Kanal. Fluckinger abgedrängt. Der Österreicher. Ich bin schon sehr hagelig. Na, für Wodka und einen Check spring ich gleich aufs Ruhrgebiet. Ja, oh, komm hör auf, ey, da fürchterlich, ey. Hier zeigen die Kammerspiele wieder 39 Stufen, einen Theaterabend nach Alfred Hitchcocks Krimi-Film-Klassiker. Die Vögler. 39 Stufen. Eine Schauspielerin und drei Schauspieler schlüpfen in dutzende Rollen und nehmen uns mit auf Bridget Hannays abenteuerliche Flucht von London Psycho. Ins schottische Hochland um 1930. Wie gesagt, in den Kammerspielen. Ricominciamo e ripartiamo con una nuova settimana. Abbiamo un dibattito molto molto. Per quanto miserevole sia stata la nostra vita e tristissima la nostra condotta, ancora tanta stima perché gli siamo costati sangue e gola, la vita.
sai quanto è triste il mio rovescio. A questa obiezione il maestro dice: ja, Maria. Buonasera. In der Früh ist immer offen, das Beste zum Nachschlag fahren. Dann Rucksack ins Auto und ab ins Grüne. Dazwischen schnell zum Moin. Bücherregal. Und jetzt fahren wir zum Rooftop-Dinner. Hochzeitstag. Wie geht denn das? Faule Kuh. Ganz einfach. Die Toyota Hybrid-SUVs sind die perfekten Begleiter auf all deinen Wegen. Jetzt umsteigen. Ja, genau. Ich werde nochmal umsteigen. Ich bin glücklich mit Mercedes. Mir ist letzte Woche der Kühler um die Ohren geflogen. Kühler geplatzt. Aber sonst geht's noch. Der erste Montag im Monat. Ich glaube, das ist der Jürgen Löw. Der Jürgen Löw. Der macht nebenbei noch Radio in Italien, Tirol. Der klingt auch wie so ein Schlumpf. Im Vorfeld seines morgigen Wien-Besuchs hat Putin dem ORF aber ein solches gegeben. Ah. Unter anderem nimmt er darin zu den angespannten Beziehungen mit der EU. Oberer Sack. Nicht das Ziel, diese zu spalten, sagt Putin. Ach, der Putin. Der kann man mal einen haarigen, pelzigen Arsch küssen. Die EU-Geeinzahlung verwehre als Russlands wichtigster Handel- und Wirtschaftspartner sei. Je mehr Probleme es innerhalb der EU gäbe, desto größer die Risiken und Unsicherheit für Russland. Erste Auszüge aus dem exklusiven Interview ganz im Morgenjournal Musik im Studio des Stationshauses der Russland-Korrespondentin Nicola Schneider. Italienische Verhältnisse, so könnte man das Ergebnis der Parlamentswahl in Slowenien zusammenfassen. Diese haben den erwarteten Recht. Das ist so Österreicher vor uns. Ein Deutscher. So Österreicher. Die Regierungsbildung dürfte für die Nationalkonservative Asche und Stamm. Und du den Weibern und Frauen an den Ehren. Der Landtagsabgeordnete der Bürgerunion Andreas Pöder erwartet indes, dass die neue Regierung in Rom. Fotze, wenn du nicht auf deiner Spur fahren kannst, aus Gütersloh, dann hast du nichts auf der Autobahn verloren. Der Gnade ist der. Scheiß Busfahrer. Ist eh schon eng genug hier. Bei dem schönen Wetter. Ja, schönes Wetter, sehe ich auch. Ja, da müssen wir doch an der Molkerei vorbeikommen. Dingsbums. Bozen, Bolzano, 47. Wie heißen die doch gleich nochmal? Die machen Käse und Milch und Mozzarella machen die. Sizilien exklusive. Und schwer verletzt wurde gestern Mittag auch ein 23-jähriger Mountainbiker in Nauders. Unterhalb der Bergstation der Mutzkopfbahn verlor der Mann aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Bike und prallte gegen einen Baum. Ein Notarzthubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus Zams. Konflikte um die Nutzung von Wasser werden auch im Alpenraum zunehmen. Das sagen Experten anlässlich einer heute beginnenden Tagung in Breitenwang im Außerfern. Unter dem Motto Wasser der Alpen werden Vertreter von Wissenschaft, Politik und Nichtregierungsorganisationen über Lösungen für anstehende Wasserkonflikte diskutieren. Dazu der Gewässerökologe und Organisator Leopold Führeder. Das Wasser gehört eigentlich jedem. An Wasserknappheit denkt keiner. Aber dennoch gibt es sehr viele Nutzungsansprüche. Ich denke an die Wasserkraftnutzung, Trinkwasser, Wasser für Beschneiungsanlagen. Auf der einen Seite haben wir zwar viel und ist ständig da und dennoch gibt es diese Nutzungskonflikte, die auch in manchen Regionen zu einem knappen Gut dann dieses Wasser verschieben. So der Experte der Universität Innsbruck und damit wieder zu unserem Frühexperten Thomas Arbeiter. Da bin ich schon.
und sage Ihnen das Wetter für heute und für morgen. Es ändert sich eigentlich gar nicht so viel beim Wetter. Sind gar keine Zigaretten. Wir haben jetzt Sonnenschein, wie wir sehen können. Am Nachmittag dann gibt es Quellwolken. In Nordtirol bläst heute leichter Föhn. Die einzige Abwechslung eigentlich zu den letzten Tagen. Und aus den Quellwolken, die dann am Nachmittag entstehen, kann es Regen, kann es auch Gewitter geben. Am meisten Gewitter im Oberland und im Außerfern heute. Es wird auch wieder sehr warm. 24 bis knapp 30 Grad sind heute auf jeden Fall wieder drin. Morgen dann gibt es wieder Sonne, wieder Gewitter, besonders entlang der Grenze zu Bayern wird es ziemlich schnell. Ja, ja. Guck mal, schau, ein Hühnerbein. Klick. Was hat das mit dem Klick auf sich? Klick. Wenn ich das wüsste. Alter, ey, was da drin? Ja, ja. Was, ORF? In Italien, auch noch. Hier schnulzen, ich kann Schnulzen hier brauchen. Ich kann sowas nicht hören, ey, es ist Schnulzen. Angelo, Miguel Angelo. Forever. Forever schlank. Dann Kotzkur. Reiereimer. Da eine alte Befestigungsanlage. Dolomiten, UNESCO World Heritage, Kulturerbe. Oh, Audifahrer, von mir aus kannst du rüberkommen, ich habe da kein Problem mit. Ich nehme deinen Spiegel gern, Österreicher. Nur bezahlen musst du selber. Wenn du rüberkommst auf Malspur. Wenn ihr eure Spuren nicht halten könnt. Dienstleistungszentrum. Es muss so dermaßen schwer sein für Autofahrer auf einer 3 Meter Spur zu halten. Na Münchner. Das dauert immer zigzag über die Autobahn. Schlangenlinien, bist du besoffen oder so? Das den nie erwischen. Wahnsinn. Fenster. Ausstellung. Modena 278, Bozen 39. Buongiorno. Wow. Ey, 15 Grad Hammer. Wahnsinn. Yeah.
Restaurante. Kilometer. Ja, noch eineinhalb Stunden, dann müssen wir Bosna anrufen und sagen, dass sie die Tour über die Schweiz streichen können. Du kannst mich mal am Arsch lecken, Kinderficker-Sekte. Schlern. Ist ja schlimm mit euch, echt schlimm. Eure Schnulzen, die könnt ihr euch gleich mal in die Haare schmieren. Spart man sich das Parkgehen. Ach, hey, Emily. Davon, dann stehen die Haare so schön. Kenne ich noch von früher, jeden Tag eine Packung A-Gel. Bist rumgelaufen wie so ein Igel. Ja, die Strubbelbäder. Mir haut die Haare zum Berge gestanden. Mir, wenn du in der Steckdose gelangt hast. Psst. Galeria, Tunnel. Kurve schneiden können sie. Statt Auto fahren, Fehlanzeige. Oh, komm auf, ey. Ist ja keine Musik, ne? Kannst du nicht anhören. Krieg ich Ohrenschmerzen. Zone Industriale. Industriegebiet. Ganz einfach. Restaurante Pizzeria.
Pizzeria. Die Italiener von gegenüber. Guck mal, schau, der Älteste. Sowas gibt's auch. Modena. Milano, Venezia, geradeaus. Großes A vorne drauf, A wie, naja, ein großes A halt, ne? Wie After, Ausgang, rektaler Ausgang, wenn es näher kommt. Quelle. Komisch, sieht komisch aus, die Quelle, die neue. Kilometer Brenner Autobahn. In 300 Kilometer hat zwar wieder ein Auto aufs Dach gelegt. Wen wundert, so wie die hier fahren. 320 Kilometer. Das heißt, wir fahren jetzt noch 3,5 Stunden. Ungefähr. Schrambach. Nur innerhalb der Straßenmarkierung und nur in Notfällen. Ist Stange Wasser in Ecke stellen auch ein Notfall? Da ist eine Lasche offen. Ach, das ist die Reißleine, deswegen. Bei BMW würde man sagen, das ist der Hinkel zum Wegwerfen, wenn er hinten ist. Mercedes, Audi, kannst alle in die Tonne treten, so kein Autos. Schwanzverlängerung da. VW ist auch so ein Ding. Klausen. Kröten. Ah, die Klöten.
Ah, stimmt. Da ist es gar nicht drin. Stimmt. Das kann doch gar nicht drin sein. Weil... Das ist meine Dingsbums ist da. Einmal 128 GB. Einmal 64 GB. Und einmal 64 GB. Die werden immer kleiner, die Dinger. Oder? Das sind 32 GB. Ja, das sind 32, 64, 128. Zack, zack. Rein in den Sack. Sack mit dir. Waren jetzt schon wieder 50, ey, hier 60, ihr Affen. Mann, oh Meter, ey. LKW-Fahrer. Du bist raus. Husch, husch, weg mit dir. Und fort mit dir. Husch, husch. Husch, husch, husch. Ache, Faschisten in den Busch. Gas, Gaser Windeln, Schindeln. Freunde, das kann ich auch. Normale. Das Schild haben sie gut angebracht. Und Geld.
gefährlichen Sack. Hauptstadtschanzspur. Na du Sack. Finstral? Hier? Er leckt mich doch am. Das weiß ich nicht. Kaltal? Falls ihr jemand, der Triefauge, falls ihr jemand kennt. Lebt der eigentlich noch? Kaltal? Ich mag Kaltal. Da liegt ein Spanngott. Auch nicht schlecht. Gardena. Ah, Gardena. Alles klar. Weshalb, das weiß ich nicht. Meine Frauen lieben mich. Eine Spanischspur. Sag ich doch. So ein Deutscher. Mann, ey, na. Ich bin wieder runter mit der Geschwindigkeit. Alter, ey. Wir sind schon bei 50 gleich. Ich habe von 60 gelesen, nicht von 50, ihr Pfeifen. Da, 60, nicht 50, 287, dann können wir uns ein Auto auf dem Dach angucken. Steht da. Können auch zwei sein, die auf dem Dach liegen. Wie die Schildkröten. Kedal. Oh nö, oder? Die Spider Murphy Yang. Spinnen Murphy. Oh nee, nee, Markus hier, ich will Spaß. Nee, forget it. Alter, Jürgen Drehz, Ficken im Kornfeld. Na ganz bestimmt. Ich leg mal Lohn rum. Einfach so. Klar, natürlich, Genghis Khan kommt jetzt auch noch dazu. Ja, hast du, weißt du und so, ne? Genghis Khan. Der Hundekönig, der Hundekönig. Na, das war Attila. Mathilda, der Hunde, der Hundekönig. Der hat einen Chihuahua gehabt. Chihuahua, so groß. Den konnte man in die Hosentasche stecken. Ein Bachhund für die Hosentasche. Das kann er die Börse klaut. Die Autoschlüssel. Hat er sofort zugebissen. Da waren die Finger weg. Naja, so ein Chihuahua ist halt gefährlich, gell? Der beißt ja mal mit einem Bissen, beißt er dir den ganzen Arm ab, ey. Das sieht lustig aus. Da siehst du dann, wie so bei einer Schlange, ne? Siehst du dann die Umrisse von dem Arm in dem Hund stecken. Von vorne bis hinten.
hinten im Schwanz ist dann der Mittelfinger. Galeria, Tunnel. Da wäre ich von alleine gar nicht drauf gekommen, dass es ein Tunnel ist. Castelrotto. Aber schön haben sie ihn gemacht, den Tunnel hier. Schön bepinselt. Schön neu auf, vor allem. Schön, guck mal. Sogar mit Licht. Cool. Ja, sowas aber auch, ey, echt fein. Ehrlich. Hat bestimmt ein paar Tausende gekostet. Gruber. Hätte jetzt gedacht, Achese. Fahren auch mit so Mühlen rum. Achese, multiple Achese. Schwarzgries. Sind wir schon bei 40 km/h. So nicht lustig, Alter, ey. Früher war es noch schön, da konntest du hier mit 60 runterfahren. Da war hier wenig Betrieb. Da warst du der einzigste LKW auf der Bahn. Um die Uhrzeit, 7 Uhr. Da konntest du es rollen lassen. Ja gut, das sind 20 Jahre her. Die Fluggingers. Kilometer, sind gleich im Bozen. Ah ja, sind noch ein paar Kilometer. Viel kann es immer sein. Und dann ist aufgehoben. Da kann man Gas geben. Endlich. Uah. Da möchte ich nicht auf der Standspur stehen bleiben. Wer weiß, ob die Brücke das aushält. Stau, Gefahr. Die alten Häuser, ey. Städte Schlern West.
2500 Meter Baustelle. Im Tunnel Wohnverbot. Ach. Na, Sprinterfahrer. Da müsste ich jetzt beschleunigen. 110 sogar. 90. Wenn ich 90 fahren dürfte, würde ich ja nichts sagen. Aber wir schleichen ja mit 60 entlang. Endlich. Na, jetzt sowieso. Besser würde ich, wenn du nie an meinem LKW hängen bleibst, weil sonst reiße ich dir nämlich den Arsch auf, dann kriegst du einen Tritt von mir und dann kommst du ohne Rakete bis zum Mond. Und vor allem, wenn du Deutscher bist. Dann drehe ich dir mal so dermaßen in den Arsch, dass mein Schuh stecken bleibt und du zum Mond fliegst. Kannst du auf dem Mond ein Schuhgeschäft aufmachen? Einen Schuh hast du schon. Aber grüne Männchen, wenn ihr unterlassen, kaufen ja den Schuh ab. Um dich dann damit zu erschlagen. Ja. Die Brücke ist ziemlich marode. Sieht sehr einladend aus, der Rand. Wirklich, also ganz ehrlich, da drüben möchtest du gar nicht stehen bleiben im LKW. Brösel, Brösel. Da ist nichts mehr mit Postbote und so. Wenn das Ding mal abschmiert. Holla. Was haben sie da eigentlich hingelegt? Die Eisenteile. Alter, ey. 17 Grad. Na, tschüss, ey. Ja, wenn ich auf 60 stelle, dann fahren wir in Wirklichkeit 61. 2. 61. Ich sehe immer ein Netz sein. Ich sehe nur noch Südtiroler Glas. Schon wieder einer, ey, sag mal! Wenn du mal im LKW bleibst, weißt du ja, ne? Ich nehme das persönlich.
Reitet schnell, er reitet wild. Am Kiosk gibt es ein neues Bild. Er reitet so schnell durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Wind. Er reitet schnell, er reitet wild. Am Kiosk gibt's die neue Bild.